in die erste Karte, DE Nuke. Und ich bin gespannt, ob man heute eine bessere Partie auf Nuke erleben wird, als wir es gestern auf der Terrorseite starten von Navi erleben mussten, durften, konnten. Sucht euch eins dieser Worte aus, die euch dafür passend betreffen. So, Dankeschön für eure ganzen lieben Worte, muss ich sagen. Sehr, sehr freundlich, was ich hier schon wieder alles lese. Unglaublich nett. Ja, und rein geht's auf jeden Fall in der Pistol. Electronic und Simple sind schon ausgeschaltet. Shox und Saivu. Und da haben wir das erste Duell. Saivu gegen Simple. Wer hat's gewonnen? Also, rein geht's, ab geht's, Boomage, zwei Stück nochmal mitgenommen, also die Runde auch immer noch relativ offen, immer noch relativ ausgeglichen. So, gucken wir mal, ob man diese Runde hier zumindest nochmal rumdrehen kann. Boomage gerade ja schon gute Leistungen gezeigt. Und dann heißt es hier Eskalation. Saibu mit dem nächsten. Boomage rausgenommen. Und dann ist es Shox, der auch weitermacht. Also schön aufgeteilt hier die Frags. Und die erste Runde verdient für Vitality an Land gezogen. Wichtig vor allen Dingen auch, und das sehen wir auch gerade nochmal, Apex, RPK, Saibu, Shox und Nivera spielen. Misuta sitzt da gerade erstmal in Anführungszeichen auf der Bank. Und auf gegenüberliegender Seite erleben wir auch wieder Flamey Perfecto, Electronic Simple und Boomage. Also auch da diesmal Bit nicht von der Partie. Wird aber eventuell dann nochmal zur Maus greifen, wobei man sagen muss, wir sehen kein Inferno. Bisher wurde ja gesagt, gerade auf Inferno wird Bit gerne eingesetzt. Und Saibu und Apex machen hier auf jeden Fall schon wieder kurz den Prozess mit Electronic und Boomage. Flamey von der Seite bekommt dann Zweitgenannten nochmal bestraft und Nivera möchte es mit der HE-Granate machen, gibt dann nochmal den Call, Simple geht durch. Das war gar nicht Nivera, Verzeihung. Und letzter überlebender Perfecto im Vorraum. Sollte mit seiner Glock gegen vier Mann nicht mehr auf Runde gehen können. Viel. Zu Brot wäre es schon, wenn er überhaupt noch eine Waffe rausnimmt, ist aber extrem schwierig und damit das 2:0 für Vitality. Also, auf geht's, ab geht's. Nächste Runde wird initiiert und man hat ja wirklich sehr, sehr wenig gekauft. Von daher gehe ich davon aus, dass man sich hier in Runde Nummer 3 natürlich mit Waffen wiederfinden wird. Ein Aspekt, den man sofort natürlich dann erwähnen muss bei der derzeitigen finanziellen oder beim derzeitigen finanziellen Zustand. Keine AWP bei Simple. So, heute ist übrigens wirklich ein hundsmiserables Wetter, muss man ganz ehrlich sagen. Ich bin eben mit dem Fahrrad auch hier zur Arbeit gefahren, ist erstmal richtig gefroren und meine Hose ist einfach komplett voll mit Matsch. Simple, der macht Matsch aus Apex. Hat da wirklich fantastische Shots erstmal wieder aufs Köpfchen transferieren können und damit natürlich der Rampenbereich erstmal ganz klar in schwarz-gelb gefärbt. Man wird jetzt also da erstmal Perfecto abstellen, der ist dafür da, um die Schiebewege natürlich klar zu machen und die Rotationswege zu kontrollieren. Und dann lenkt man das Spiel um, legt die Gewichtung so ein bisschen auf den anderen Bereich. Und dann gucken wir mal, ob das Ganze funktioniert. So. Florian muss raus. Bitte darum, dass wir David und Ben M. grüßen. Liebe Grüße gehen natürlich raus, denn der Ben hat Geburtstag. Happy Birthday. Du warst heute der Erste, der darum gebeten hat. Dann kriegst du heute einfach mal den Wunsch erfüllt. Wird nicht immer so funktionieren. Ich mache das völlig random. Aber hat jetzt gerade einfach gepasst. Ist nicht viel in der Runde passiert. 40 Sekunden noch auf der Uhr. Jetzt klopft man in der Halle an. Da wird man jetzt rein eskalieren. Und dann geht's nach vorne. So, Boomage, Simple, nehmen die ersten Spieler raus. RPK viel zu wenig aus dieser Situation gemacht. Shox im 1 gegen 4. Und dann bringen wir es einfach mal auf den Punkt. Nahezu unmöglich, das Ganze hier rauszunehmen. Vor allem, wenn man gegen Simple noch das Duell sucht. Simple beendet damit diese Runde auch für Shox und gewinnt vor allen Dingen eine Runde für das Team von Navi. 1:2, früher Anteil hier in diesem Spiel. Und jetzt zumindest schon mal ein bisschen strukturierteres Spiel, was wir auf den Nuke erleben. Gestern, das war ja wirklich schwierig. So, Venom, schon Astralis Jersey gegönnt, alles schon in die Wege geleitet, natürlich. Bin gerade dran, ob ich Mitarbeiterrabatt noch kriege, etc. pp. Von daher, Jersey kommt auf jeden Fall. Aber auch ich bin nur ein armer Kommentator.
da muss man, ne, auch immer gucken, dass man das Geld nicht so aus dem Fenster wirft. So. Schocks, uiuiuiui! Kriegt Zippel zumindest mit, aber Electronic mit dem Reflect, dann kommt Saibu um die Ecke und kann Electronic auch nochmal beenden. Jetzt haben wir eine 4 gegen 3 Situation, Boomic sowieso schon auf 12 HP reduziert und Flaming Perfecto mit ihren 100 HP. In einer schwierigen Ausgangslage. So, es wird gefragt, spielt Astralis heute oder morgen? Auch heute im Anschluss wird natürlich das Grand Final noch ausgespielt. Ein Best of 3 zwischen diesem Match und dem nächsten wird wahrscheinlich auch über eine Stunde Pause sein. Von daher hat dann auch der Gewinner zwischen Navi und Vitality noch ein bisschen Zeit, um sich zu akklimatisieren, um sich für das nächste Spiel natürlich mental sowie körperlich vorzubereiten. Flamey, zwei Stück hat er noch sehr schön mitgenommen, am Ende reicht es nicht aus. Double Peak hier von RPK und ich weiß gar nicht, wer der weitere Überlebende war. Und damit die nächste Runde für Team Vitalität. So, das war echt stark noch von Flamey, vor allem der zweite, super gut predicted, gut rausgenommen. Am Ende reicht es aber nicht. So, darf man mal fragen, was man als Caster so verdient? Das darfst du sehr gerne fragen. Die Antwort dazu wirst du leider nicht bekommen. So, ist aber ein ganz normaler Job. Also wer da denkt, dass man reich ist oder so, nein. Klar, die amerikanischen Caster werden wahrscheinlich schon eine gute Stange Geld bekommen. Aber da ist die Szene natürlich auch etwas größer. So. Saibu, zeig uns, was du kannst. Schön mit der MP9 da auf naher Distanz. Und jetzt wird er natürlich von beiden Seiten angegangen. Das ist super schwer zu spielen. Also wenn er da einen Frag macht, wäre das schon viel wert. Vor allem, die wäre jetzt blind. Und dann hat Boomic ihn von der Seite auch schon instant bestraft. RPK jetzt zusammen mit Nivera, ganz, ganz wichtig. RPK macht einen Apex schon sehr früh verschoben. Nivera verkackt seine Position und damit natürlich beste Ausgangslage für Navi, hier den Spot zu erschließen. Apex traut sich was, geht einfach komplett auf Gesicht. Electronic wird jetzt umlaufen und Apex rechnet damit, aber Electronic hat einen sehr, sehr guten Weg gefunden. Leise Sohlen ist er unterwegs. Und Apex bespielt ihn da perfekt. Electronic rausgenommen. Perfecto mit 16 HP. Auch Apex hat genau diese Lebenspunkte auf seinem Konto. Letzter mit 100 HP ist Schocks. Bombe kann noch geplantet werden. 800 extra Dollar obendrauf. Zack, Perfecto. Das war erstmal ein schönes Brett. Leider Gottes aus seiner Sicht nicht der 100 HP Spieler. Aber mit Schocks da auch noch über die Rampe rechnet. Ich wage es ja zu bezweifeln. Oh, er war... Es ist gut gespielt von Perfecto, Junge. Mit Öl eingerieben. Glitscht da erstmal so ein bisschen aus. Der Bomb ist raus. Und jetzt hat er das nächste Duell. Jetzt ein bisschen zu viel. Sprayt nochmal Schocks. Sehr gut angejiggelt. Und das Team von Vitality holt sich hier die vierte Runde auf den Nuke. Trotzdem super ausgeglichenes Spiel. Sehr, sehr schön auf Augenhöhe. Und damit das 4:1. So, Spawner. Der markiert mich immer als Boenom. Das bin ich nicht, ne? Ich bin Venom TV mit 3:0, aber nicht eingeloggt, sondern als 99 Damage natürlich eingeloggt. So, kennst du eine Seite, wo man die Waffeneigenschaften einsehen kann? Also so Durchschlagskraft etc. Ich glaube... Also ich kenne jetzt keine, ich kann jetzt keine genau nennen, aber ich glaube, es gibt ein Wiki dazu. Ich glaube, es gibt ein Counter-Strike-Wiki. Da müsste man eigentlich alles einsehen können. Würdest du sagen, das ist dein Traumberuf? Ja, auf jeden Fall. Ist ein sehr, sehr guter Beruf. Es gibt nur einen einzigen Beruf, den ich noch lieber ausführen würde. Da werde ich aber jetzt nichts zu sagen. Und natürlich gerne auch einfach Vollzeit-Streamer. Da hätte ich auch richtig Bock drauf. Aber ich glaube, Stream, mir macht es so viel Spaß, weil es so unbefangen ist. Wenn es dafür notwendig wäre, deinen Lebensunterhalt zu verdienen, dann macht es, glaube ich, keinen Bock mehr. Also wenn du auf Subs und auf Partnerschaften und auf Donations angewiesen bist und wenn es dann irgendwie mal nicht gut läuft oder die Leute dich gerade uninteressant finden, deine Existenz wegbricht, ne. Ich glaube, das wird mir keinen Spaß machen. Stripper wäre seine zweite Wahl, ja. So, simpel. Zwei Stücke hier rausgeprügelt. Nivera und RPK sind da schon instant, nach 20 Sekunden aus der Runde rausgenommen worden. Und jetzt heißt es natürlich
für Navi dieses sichere oder halt dieses Schiff hier in sichere Häfen zu manövrieren. Eigentlich wirklich eine gute Ausgangslage, aber es leben halt noch Schocks, vor allem mit einer AK ausgestattet, Saivu mit der AWP und Apex. Das ist noch machbar für das Team von Vitality. Unwahrscheinlich, aber machbar. So, ein Apex jetzt hier im Vorraum unterwegs. Smoke hinterher, ja. Und der erste Frag, das wäre wichtig gewesen. Also wenn Shox den, Entschuldigung, mitgenommen hätte, dann wäre definitiv eine Möglichkeit da. Aber so wird es immer schwerer. Saivu unterstützt da die Halle sehr, sehr gut. Erst nimmt er mit, Saivu wieder mal mit dem perfekten Laufweg. Da ist aber jemand schon auf dem Spot. Einen mitgenommen, den Economy mit dem nächsten. Dann verschießt Saivu. Und Shox nicht mehr in der Lage, diese Runde rumzudrehen. Zweiter Zähler für Navi. Sehr stark gemacht. So, Synchronsprecher wäre auch geil. Ja, tatsächlich. Synchronsprecher würde mir auch sehr viel Spaß machen. Bin ich aber nicht für geeignet. Ich habe eine sehr nuschelige Aussprache. Und vor allen Dingen habe ich keine Theaterausbildung. Also ich bin kein Schauspieler. Man muss es einfach sagen, Synchronsprecher sind Schauspieler. Auch wenn man sie nicht sieht, sie können halt Emotionen und andere Dinge sehr gut transportieren. Und nein, ich möchte nicht Darsteller für ein Schmuddelfilmchen sein. Das wäre überhaupt nichts für mich, bin ich ehrlich gesagt. Gar nicht für zu haben. So, Perfecto gegen Shox auch noch rausgenommen. Verliert er seine Waffe. Tatsächlich die AK-47. Und Zuki, vielen Dank für den Prime Sub. 6 Monate schon da, halbes Jahr. So, beim Fußball bist du manchmal nervig, aber recht gut, lieber Bela. Dankeschön, Pironi AT. Weiß ich, ich nehme das jetzt einfach mal als Kompliment. Stadionsprecher beim FC. Synchronsprecher für Bela Reti. Ja gut, das ist vielleicht möglich. Mal gucken, ey. Vielleicht ist ja irgendwann mal der Tag dabei. Keine Ahnung, wo Jan Böhmermann sieht, ey, der kann das ja und bucht mich für wie heißt das denn jetzt hier nochmal? Satire oder so? Ah, mal gucken. Wann wirst du Papa? Ja, also es ist momentan nichts in der Pipe zumindest. So, welches Team ist statistisch gesehen der Favorit? Ich denke mal, das wird sich da auch wirklich auf kleinste Nachkommastellen irgendwie fokussieren. Möchte ich mich gar nicht festlegen. Ich denke, dass hier beide komplett auf Augenhöhe sind. Und dass es da wirklich alles machbar wäre. In jegliche Richtung. Also für mich hier ein totales 50-50-Match auf allen Karten. Von daher kann ich dir nicht beantworten. Weiß ich nicht. Stadionsprecher würde auch passen. Ja, Marktschreier würde auch passen. Also alles, was laut ist und unter der Gürtellinie. So, Flamey und Bumic werden von der Seite angegangen. Sehr schöner Triple Peak hier sogar. Aber Bumic einfach durchgeflutscht. Apex nimmt da zumindest nochmal perfekt raus. Wo mit dem nächsten? Es ist eine 2 gegen 2 Situation. Das hätte man sich bei Navi wahrscheinlich anders vorgestellt. Und jetzt gucken wir mal, wo es gehen geht. So, Venom TV, jetzt kann ich deinen Namen richtig und du hast es tatsächlich falsch geschrieben, denn das O ist eine 0. So, Flamey, 2 Stück nimmt er noch mit. RPK und Saivu, chancenlos. 3-4 aus der Sicht von Navi. Und damit auf jeden Fall schon mal statistisch gesehen sehr, sehr viele Runden hier frühzeitig aus der Terrorhälfte extrahiert. Und ich denke, dass wir da für Navi schon einen guten Start haben auf den Nuke. So, für welches Team bist du? Deine eigene Meinung. Tatsächlich ist es mir relativ wurscht, aber mein Lieblingsspieler ist Saivu. Ist der international gesehen mein absoluter Favorit. Deswegen leichte Sympathie für Vitality. Aber ist mir wirklich gänzlich egal. Mir geht es darum, wer das bessere Counter-Strike spielt. So, Perfecto. Mit dem nächsten Boomage von der Seite. Nivera und Apex bereits innerhalb von 30 oder 20 Sekunden aus der Runde entfernt. Und damit haben wir nur noch Saivu, Shox und RPK, die hier mit ihren USPs vielleicht noch für ein bisschen Aufsehen erregen können. Aber die USP ist natürlich immer unfassbar schwierig zu bespielen. Du brauchst 2 Instant-Klicks ins Köpfchen, damit du den Spieler ausschalten kannst. Und Saivu von der Seite, auch da keine Chance. Es ist fast sogar eine Körbchenrunde. Flawless ist es geworden, aber ein bisschen was an Damage sind bei 2 Spielern runtergegangen. Von daher
Wichtig, wichtig, wichtig. So, was haben wir denn hier für Frage? Wie viel Preisgeld kommt bei dem Verlierer an und was erhalten die einzelnen Spieler eigentlich am Ende? Also, der Verlierer dieses Spiels kriegt noch 80.000 US-Dollar. Der Gewinner dieses Spiels ist schon sicher mit 200.000 US-Dollar am Start. Und wenn du dann im nächsten Match im Grand Final gewinnst, bekommst du 600.000 US-Dollar. Also richtig viel. Wie viele an die Spieler rankommen, das ist immer von Vertrag zu Vertrag abhängig. Wie wäre es mit Fußballmoderator als Benariti 2.0? Tatsächlich war ich 6 oder 7 Wochen in Folge in München. Bin da letztes Jahr hingeflogen. Also vorletztes Jahr. Und habe die Virtual Bundesliga kommentiert. Bumic und Perfecto haben die Werder und RPK bestraft. Schocks gegen Simple. Electronic auch instant mit dem Refrag und die Halle einfach sofort im Keim erstickt. Saibu und Apex können nur noch den Rückwärtsgang einlegen. Und dann hat sich das hier auch schon erledigt. So, Venom, kannst du mal Venom grüßen? Ist ein sehr guter Caster. Das O in Venom steht für Original. Nee, das ist die Null, muss dahin. So, auch Apex fällt nochmal. Electronic nimmt ihn raus. Saibu, wenn er die AWP mitnimmt, ist es schon mal viel wert. Denn ein Saibu mit AWP kann so eine Runde auch mal kurz alleine gewinnen. Aber auch ein Simple auf gegenüberliegender Seite ist natürlich immer in dieser Situation drin. So, sind dann die 600.000 plus die 250 on top oder setzen? Nee, die ersetzen. Der Erstplatzierte kriegt 600.000, der Zweitplatzierte 200.000, der Drittplatzierte 80.000 und der Viertplatzierte 50.000 US-Dollar. Meinung zu Electronic. Für mich einer der besten und konstantesten Spieler im CIS-Bereich. So, ist der Pick hier von... I love it, Mann. Ich brauche die Shockscam, ey. Die sollen einfach so eine permanente Shockscam unten rechts in die Ecke einblenden. Das würde ich so feiern. So, meinst du, das ganze Astralis-Team schaut das Match oder nur Coach und IGL? Nein, nein, das ganze Team wird gucken. Was ist CIS? Boah, jetzt hast du mich bei den Eiern, ey. Unabhängige Staaten. So. Kann bestimmt irgendjemand übersetzen. Die 0 steht für 0 Aim, die 3 für Top 3 der besten Caster. Ich hab schon bessere Komplimente gehört. Commonwealth of Independent. Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Hab das. So. Merkt es euch einfach. 3 und 0. Ich bin über 30. Damit kann man sich das eigentlich gut merken. Was bin ich? Ich bin 33, glaube ich. Ja, ich bin 33. So, Freunde, also, Bumic, zack, gegen Schocks. Frühzeitig den ersten Spieler ohne Gegenwehr bekommen. Saibu wird da jetzt schon angegangen und ist gefallen, ohne etwas zu machen. Electronic macht weiter, Nivera bekommt zumindest hier nochmal die AWP gepickt und Electronic bestraft. So, und Perfecto nimmt da Apex auch nochmal auf die Hörner. Das bedeutet für Nivera im 1 gegen 4 ran zu müssen. Sehr, sehr schwierig. So, wie findest du ein Turnier ähnlich wie die Champions League, in der man sich auch mal einen Monat oder so auf den Gegner vorbereiten könnte? Gengar Star, das haben wir mit der ESL Pro League. Da ist eine Gruppenphase über ein ganz normales Turniersystem, nicht Turniersystem, sondern über ein Tabellensystem. Und dann geht's in die Playoffs und da kann man sich sehr gut auf die verschiedenen Teams vorbereiten. Benennst du dich ab 40 in Warnorm um? Das wäre vielleicht keine dumme Idee, ne? Keine dumme Idee. So, Saibu offensiv. Hat da, glaube ich, was wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob er wirklich die Scheibe von Simple schon gesehen hat. Doch, ja, scheint er wohl gesehen zu haben. Auch den nächsten mitgenommen. Und das ist wieder einmal Saibu. Monsieur Erbo. Jetzt muss man natürlich bei Navi gucken, wenn man den Spieler instant an der Rampe auch schon so offensiv gesehen hat, kann man damit davon ausgehen, dass es natürlich auch einen refragenden Spieler dabei gibt. Und dann wäre vielleicht auch so eine druckvolle Aktion Richtung Halle ganz gut. Flamey musste jetzt versuchen, natürlich Solo zu spielen. Dann nimmt RPK ihn erstmal raus und Navi hat 5 Runden in Folge. Das sieht hier oben übrigens auch an den Flammen bei Navi. Bei Navi sieht das übrigens besonders gut aus, finde ich, beim Logo. Das ist so, wie als wenn das dafür gemacht ist. Und das ist ein Gimmick der Blast, die damit zeigen, das Team ist gerade richtig on fire, die sind hot. So, sagt man normalerweise, ach so, ich glaube, wir haben gar keine
Wir haben gar keine eigene Abkürzung dafür. Guter. Aber ich kenne sie halt auch nicht. Also Bildung ist natürlich immer sehr begrenzt auf ein paar Aspekte. Ich weiß es nicht. So, Saibu mit dem nächsten und nur er hat HP verloren. Insgesamt jetzt hier auch schon wieder 4 Spieler rausgenommen. Es ist mal wieder dieser Mann, der den Unterschied macht. Und da muss auch einfach mal das Team von Vitality Danke sagen für diese sehr konstante und gute Leistung. Jogginghosen-Typ, vielen, vielen Dank für dein Sub. 5 Monate in Folge schon, ey. Geiler Name übrigens. Der Jogginghosen-Typ. So, nein, liebe Freunde, jetzt grüße ich wirklich keinen mehr. Sonst artet das aus. So. 6 zu 5. Sofort sind die Flammen erloschen. Navi hat das Logo ausgepustet bekommen. So, dürfte man eigentlich mitten in einem Match einen Spieler wechseln? Bei technischen Problemen, ja, darfst du. So, Nivera, RPK, zack, zack, nehmt ihr nochmal den nächsten mit. Apex mit einem weiteren. Boomage ist zumindest nochmal mit Gegenwehr da, aber es sieht ja gut aus für das Team von Vitality, um wieder ausgleichen zu können. Auch simpel, erkannt, befunden, rausgenommen, 6 zu 6 für Vitality. Also, es gibt auf jeden Fall Situationen, wo das schon passiert ist, vor allen Dingen technischer Natur. Und er trinkt auf einmal Milch. Ja, moin, ey. Das ist mir noch sympathischer jetzt, ey. Viele, die es ja, die mich schon seit Jahren verfolgen, wissen, dass ich 2 Lieblingsgetränke habe. Einmal Bärenmarke Milch, 3,8%. Habe ich aber seit Monaten nicht mehr getrunken, weil einfach viel zu viel Kalorien. Und, was ist das zweite? Ein alkoholisches Getränk. Apex, eieiei, nimmt auf jeden Fall schon mal Electronic hier frühzeitig aus der Partie. Und das ein fantastisches Brett von Perfecto, kann die Vera bestrafen. Perfecto von der Seite, Boomic in der Halle drinne. Und jetzt geht's hier von allen Seiten mit richtig viel Radau. Vitality mit dem First Break, das hat nicht gereicht. Navi einfach zu stark zugegen und ich denke mal, da wird man die Waffen durchbringen. Also was für ein Ding. So, also. Siebter Zähler für Navi. Man kann nicht dran vorbeiziehen. So, hat aber noch keiner richtig beantwortet. Tatsächlich mein Lieblingsgetränk alkoholischer Natur ist Desperados. Hammerding. Nur immer leider zu teuer. Viel zu teuer. Auch schon seit Monaten nicht getrunken, um Gottes Willen. Und Chuckstein muss er haben. Flavi nimmt ihn dann nochmal mit. Und damit auch wieder eine Waffe weniger. So, schönes Ding. Oh ja, Apex. Apex Chuckscam. Aber ja, es ist halt diese, es ist halt eine Frustration, ne? Wenn du halt diese Shots nicht triffst, ey. Ja, ist nicht wirklich ein Bier, ne? Ist halt so ein Mischgetränk. So, Saibu gegen Perfecto. Auf jeden Fall schon mal einen wichtigen ersten Akteur aus der Runde 14 herausgenommen. Und Boomic, uiuiui, gut aufgepasst, sofort bestraft, geht weiter nach vorne, sehr, sehr schöner Versuch, geht da, obwohl er blind ist, sogar mit dem Crosshair gut in die Nähe, Apex kann ihn aber dann trotzdem bestrafen und man hat kaum HP verloren, nur Nivera auf 62. Okay, interessante Smoke. Hätte Observer jetzt auch mal zeigen können, wie die jetzt genau aufkommt, dass man die da so Fixpunkt werfen muss. Ne, ich bin ja kein, ich trinke ja kein Koffein, kein Tein, kein Taurin. Das ist ja nichts für mich, trinke ich nie. Sehr, 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 sehr selten.
vertrage ich nicht. So, Flamey, wie kann diese Runde auf einmal in kürzester Zeit so umschwenken? Stark gespielt von Navi. Und vor allen Dingen stark, er spielt diese Halbzeitführung. 8:6 der Spielstand. Und das eine ganz, ganz wertvolle Aktion. Wir warten noch die Replay ab und dann werden wir natürlich unseren Partner auch hier nochmal Neon Anime Mythical. She is money, your skin, your style. So. Ohne Moos nichts los und da müssen natürlich die Partner auch ihr passende Präsenz hier haben. Nivera, letzter Überlebender, 1 gegen 3. Wird wahrscheinlich aber nicht mehr in ein Duell müssen können dürfen. Und ja, muss nur aufpassen, dass er nicht einschläft, so wie er da gerade saß. Und Navi wirklich ganz gut unterwegs. Und wir wissen, sie haben eine starke City-Side. Eine gute, gute, gute City-Side. Haben wir auch gestern wieder bewiesen, wie sie das gegen Liquid machen können. Und mal gucken, ob wir die ausgeglichenste Halbzeitergebnis erleben werden, was man in Counter-Strike erspielen kann. 8-7, 7-8. Oder ob wir hier ein 9:6 von Navi auf der Terror-Seite bezeugen dürfen. Und das würde dann vor allen Dingen wirklich... Ja, das wird dann sehr, sehr schwer für das Team von Vitality. Insgesamt schon 8 Terrorrunden, saustark. Wenn man jetzt zuletzt die Ergebnisse gegen Liquid gesehen hatte, hier in diesem Turnier, da hat man nämlich ja, den Löwenanteil auf der City-Side geholt. So, Bumic ist Top-Fragger, sieht man auch selten. Ja, aber ist auch eine sehr krasse Teamleistung. 13, 10, 9, 9, 8. Noch auf gegenüberliegender Seite. Wieder einmal Saivu natürlich, der oben herausragt. Und dann 9, 8, 7, 5. So, Nivera, ein mitgenommen. Flame, Instant Refrake, Electronic auch gegen Shox. Das Duell gefunden. RPK fast ein bisschen zu lange gebraucht für Flamey. Hat es aber trotzdem nochmal geschafft. Saivu auch schon wieder reduziert, was die AP-Anzahl angeht. Electronic und Perfecto müssen jetzt hier im 2 gegen 3 nochmal ran. Und sind sehr weit auseinander. Vor allen Dingen 35 Sekunden noch auf der Uhr. Das heißt natürlich, man hat auch noch nicht mehr so viel Zeit, das Spiel von Team Vitality auseinanderzuziehen. So, Flashbang auf den unteren Bereich. Perfecto. Und da lässt sich RPK natürlich auch nicht so leicht verkaufen. Und jetzt hat man die Bombe gesehen, Bombe gekriegt. Electronic muss instant nach oben, instant. Und jetzt stellen sie sich natürlich einfach zu zweit vor den Schacht. Ah, er kriegt die Bombe. Oh Gott, da hat er so Glück, dass die Bombe runtergedroppt ist. Das gibt's ja gar nicht. 8 Sekunden auf der Uhr, einfach hinterherlaufen. Einfach hinterherlaufen, auf Gesicht gehen. Und dann kannst du diese Runde eigentlich nicht mehr gewinnen. Und jetzt muss Electronic natürlich komplett durchdrehen. Ja, das ist es. 7. Zähler für Vitality. 8:7, super ausgeglichene Halbzeitergebnis und dementsprechend machen wir eine Pause von 2 bis 3 Minuten und sehen uns dann wieder. Bis gleich.
So, Ladies and Gentlemen, willkommen zurück hier bei der Blast Premier Global Final. Es ist immer noch Navi gegen Vitality und ein Mann, der hat auf jeden Fall Spaß, zumindest so wie es aussieht. Und das ist Sai Wu. Der sollte auch eigentlich Spaß haben, hat natürlich auch hier wieder eine gesunde Halbzeit gespielt, wie man es aber auch von ihm einfach gewöhnt ist. Auf gegenüberliegender Seite ein sehr, sehr starkes Navi. Hat für mich wirklich unglaublich viel schon aus der Terrorhälfte herausgeholt. Und wenn wir uns da wirklich nochmal an gestern erinnern, was sie da gegen Liquid gezeigt haben, ist das hier wirklich ein Genuss vorm Herrn, muss man ganz ehrlich sagen. So, wir blenden natürlich noch einmal Sennheiser ein, GSP 602. Die Farbe findet Jitgo ja so schön. Und das Brett von Sai Wu ist auf jeden Fall auch schon mal kräftig und wundervoll. Electronic in der Lage, nicht in der Lage hier, das Duell für sich zu entscheiden. Bumic immer noch auf dem Catwalk. Man möchte natürlich nicht zu viel hier in die Waagschale legen. Und auch Apex erstmal relativ passiv unterwegs. Der Raum ist ihm da mehr wert, als dann das nächste Duell natürlich sofort zu suchen. Und Nivera als erstes mit RPK nach vorne, bekommen damit natürlich schon mal Bumic oben auf dem Catwalk raus. Und hast du die Catwalk-Position natürlich schon mal erspielt, dann wird es schwierig. Aber ein Simple mit CZ, der kann auch mal locker flockig das gesamte Team von Vitality ausschalten. Also mal gucken, ob er da mit der CZ genügend Bullets hat, um sich gegen Vitality durchzusetzen. So, Steps nach vorne. Perfekt, Sai Wu, die Frags sitzen sehr gut und der letzte Überlebende ist dann nur noch Flamey, kann da auch nicht mehr viel machen, nimmt zumindest nochmal Nivera mit raus, aber ich glaube Nivera ist sogar richtig, ne? Da kann ich mich nicht so mit anfreuen, Nivera hört sich irgendwie schöner an. Alter, wie fertig können manche Leute im Twitch-Set sein, ey? Bin ja wirklich gespannt. Wenn das Internet irgendwann mal so sein sollte, dass die reelle Identität sofort feststellbar ist, ob sich dann das Vokabular ändert. Also Freunde, 8 zu 8, ausgeglichene Partie. Wir gucken natürlich auf das Equipment von Navi. Die haben einiges an Pistols. Sie haben vor allen Dingen auch ein wunderbares Scout mit vorhanden, das in Simples Händen immer eine sehr große Gefahr. Und dementsprechend natürlich auch von Vitality hier ganz klar zu bestimmen, dass man hier nicht die YOLO einfach reinpumpen kann, sondern dass man da natürlich auch gut punkten muss. 8 zu 8 der Spielstand. Und Bumic mit dem ersten Frag. Schönes Ding. Ja, und weil es gerade auch nochmal Thema war, der beste CS-Spieler der Welt ist Sai Wu, den wir gerade auf dem Server sehen. Und ganz knapp dahinter ist Simple auf dem zweiten Platz, der auch auf dem Server ist. Also wir haben jetzt gerade Platz 1 und Platz 2 der Welt gegenübergestellt. Und vor allen Dingen auch noch Platz 5. Und zwar Electronic, der auch noch mit hier auf dem Server zugegen ist. Das heißt, 3 Top 5 Spieler. Individuell auf dem Server auf jeden Fall vorhanden. Und bei Navi wird man hier in dieser Situation zumindest die Waffen durchbringen und wird damit in der nächsten Runde nochmal starten und versuchen, was herauszuholen. Wir sind 3 und 4. Dritter ist Device, den werden wir später sehen. Und zwar das Team Astralis. Die sind ja schon im Grand Final, haben schon 200.000 US-Dollar hundertprozentig sicher und spielen später um die 600.000. Und vierter ist Nico. Nico von mittlerweile G2, früher Face, davor Mousesports, ist viertplatzierter im individuellen Top-Ranking der Top 20. Welchen Platz ist Apex? Die sind nicht in der Top 20 drin. Es sei wohl der einzige Franzose, der es in die Top 20 geschafft hat. Auf deutscher Ebene, weil das wahrscheinlich die nächste Frage sein wird, die interessant ist für viele, ist Syrson der einzige. Florian Riche vom Big Clan hat den 10. Platz bekleidet und damit der erste Spieler
in CSGO, in Global Offensive, der es in die Top 20 geschafft hat und auch direkt der erste Spieler, Deutsche, der es in die Top 10 geschafft hat. Ein bisschen schade, dass Tapsen nicht in der Liste drin ist, aber da wird es natürlich statstechnisch nochmal andere Aspekte geben. Verdient hätte er es. Rein von seiner Leistung. So, unterer Bereich ist auf jeden Fall schon mal eingenommen. Da warten zwei Spieler auf dem Spot. Jetzt heißt es hier wirklich natürlich individuell gut zu treffen. Electronic nimmt einen mit, aber Electronic und Flamey dann instant down gegangen. Also das natürlich zu leicht gemacht. Boomage mit dem Verlust gegen RPK und damit nur noch Perfekto und Simple. Das heißt nur noch ausschließlich die beiden. Mal gucken, ob sie vielleicht sogar noch den ein oder anderen Spieler mitnehmen können und sich die ein oder andere Waffe natürlich sichern, weil das ist ja auch immer ein Aspekt, die Waffen, die man mitnehmen kann, die muss man später nicht selber kaufen und hat damit natürlich auch schon direkt wieder finanziell einen guten Punkt. Weißt du zufällig, welcher Platz Kenny S. ist? Auch der ist nicht in der Top 20 drin. Ich weiß gar nicht, ob es noch eine Liste abseits davon gibt von den Rankings, irgendwie in der Top 100er Bereich, aber ich denke, Kenny S. wird da weit abgeschlagen sein. Liegt nur daran, dass Gobi nicht mehr aktiv ist. True Story, ja. Wobei natürlich von den Stats Gobi nie irgendwie großartig geglänzt hat, muss man sagen. Sie ist so ein legit bester Scout-Spieler momentan. Meines Erachtens auf jeden Fall einer der besten Scope-Spieler, die auf diesem Planeten rumlaufen. Keine Frage. Worauf schaut man denn, wenn nicht auf Stats geschaut werden? So, das Rating ist abhängig von Stats, von Granaten, von Impact der Runden, was für eine Art von Frags du hast, wie viele Anteile du an den verschiedenen Runden hast, dein ADR und so weiter und so fort. Also es gibt ganz viele verschiedene Aspekte, First Tracks, Clutches und vor allen Dingen auch noch MVPs, Titel. Aber das, was Nivera da gerade ausgepackt hat, auf jeden Fall auch richtig, richtig heftig. Ey. So, jetzt hat er nochmal einen Teamkill mitgenommen. Nachdem Apex Boomage rausgenommen hat, war er dann doch nochmal sauer. Also war es ein Ding. Kann man sich noch für die 99 Damage Liga anmelden? Ich meine schon, ja. Also ich glaube, die Anmeldung kommt erst bald. So, also. Perfekto, zumindest nochmal einen mitgenommen. Auf Runde wird man hier aber nicht mehr gehen. Team Vitality hat damit zu viel Raum erschlossen. Wird das natürlich nicht mehr zulassen, dass man da diesen Retake nochmal erstreben wird. Also eigentlich nur Stats. Naja, es sind ja noch MVPs und so weiter. Aber ja, klar, du musst natürlich rein von der Statistik. Du wirst jetzt nicht irgendwie den Top-20-Slot kriegen, weil du irgendwie ehrenamtlich was für die Counter-Strike-Szene gemacht hast. Es geht natürlich einfach um die individuell besten Spieler. Und das liegt sich natürlich durch Ingame-Dinge ab. Der Punkt ist leider Gottes der IGL-Aspekt. Ich weiß nicht, inwieweit der da involviert ist. Das ist natürlich immer schwer zu sagen, wie viel Impact hat diese Person natürlich für das Spiel des gesamten Teams. Das sind Dinge, die natürlich sehr schwer zu ermitteln sind und die dann eventuell auch für so einen Tapsen für die Top 20 gereicht hätten. So, Nivera muss aufpassen, dass ich vom Server fliegt, wegen dem Teamschaden. Ja, das stimmt, ey. Stellt euch das mal vor, das gäbe es wirklich im Pro-Bereich. Ja. Aber das ist natürlich Mumpitz. Das wäre ja mehr als nur dramatisch, ey. Einfach rote Karte, einfach vom Server. Too many Team Kills. So, sehr schön offensiv agiert. Man möchte natürlich bei Navi, und das ist sowas, was ich auch gestern wirklich bewundert habe, wie Electronic da in der alles entscheidenden Runde gegen Team Liquid noch die Eier bewiesen hat und außen mit so viel Druck natürlich nach vorne gespielt hat. Also ganz ehrlich, das ist einfach, das sind so Moves, da musst du einfach so überzeugt von dir sein. Und er hat es gestern halt auch einfach mit Bravour gelöst und damit auch den Sieg für sein Team initiiert und er spielt. Denn auch er hatte in der letzten Runde super viele Fricks gemacht, aber auch aus diesem Grunde Electronic immer ein wichtiger Spieler und vor allen Dingen auch verdient in der Top 20. Boomage gegen RPK, nochmal einen mitgenommen. Gute Runde bisher von Navi, die zwei Spieler von Vitality schon ausschalten konnte, ohne selber überhaupt so richtig viel Damage kassieren zu müssen.
und vor allen Dingen ohne einen Spieler zu verlieren. Jetzt breit gefächert, jetzt muss man natürlich irgendwie versuchen, den Druck auf einen Punkt der Map zu fokussieren. Und auf einmal schafft es Saibu und Chalks, der nächste Spieler, auch noch sehr, sehr Schwierigkeiten hier bei Perfecto, diesen Frag noch zu vollziehen. Und das heißt, Chalks mit 25 HP, aber da hat man nicht genug Zeit, da ist man chancenlos. Der neunte Zähler für das Team von Navi initiiert. Und damit der erste Frag, sage ich schon, die erste Runde auf der City-Side auch schon mal klar gemacht. Wichtig, 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 wichtig. Und vor allen Dingen diese ersten beiden Tracks. Deswegen gibt es ja auch die Statistik, wie viele Runden die Teams nach gemachtem First Track holen. Diese Statistik wird natürlich auch immer wieder ausgelesen und ist relevant. Es ist ähnlich wie beim Schach. Kannst du durch gute Taktik eine wichtige Figur vom Feld nehmen, vom Brett nehmen, dann hat es natürlich der Gegner bzw. der Spieler einfacher, mit dieser Überzahl das Spiel dann noch nach Hause zu bringen bzw. die Runde zu gewinnen. Und so kann man es auch sehr gut auf Counter-Strike beziehen, was dieser Start mit dem First Strike in einer Runde natürlich beinhalten kann. Bist du trotzdem ein guter Spieler, hast einen guten Trick, Raffinesse, dann kriegst du es natürlich nochmal umgedreht. Bei Counter-Strike natürlich noch mehr der Individual-Skill beinhaltet im Vergleich zu Schach. Da kannst du ja nicht individuell stärker mit der Dame zuschlagen. Aber trotzdem finde ich einen Vergleich, den man verstehen kann. So, habt das Gefühl, dass Vitality gewinnen wird. Ja. Ganz ehrlich, ich habe da gar kein Gefühl. Meines Erachtens kann hier alles passieren. Und ich könnte dir nicht mal Nein sagen, ich könnte dir aber auch nicht Ja sagen. Hier in dieser Runde sieht es sehr stark danach aus. Vor allen Dingen hat man dann auch von Navi das Geld intensiv und stark gebrochen. Und wenn das Geld gebrochen ist, dann hat man natürlich immer wieder gute Karten, auch die nächste Runde mitzunehmen. Hier die 12. schon mal klar, 13. ist fast schon mit im Gepäck. So ein Sparauber gewesen. So, ist Bilariti heute noch als seine Unterstützung geplant oder bleibt er heute zu Hause? Das wird immer spontan entschieden. Ob sich Reti natürlich auch nochmal einklingt, aber nein. Schach mit Perks wäre eigentlich auch interessant. Jo, das stimmt. Weil man ist das. Ja, der Mauszeiger macht mich auch wahnsinnig. Ist aber nicht meiner, ne? Also nicht, dass ihr denkt. Ich habe jetzt sogar nochmal getestet. Auch wenn es von der Logik her überhaupt gar nicht möglich ist, dass es meiner ist. Aber lieber einmal testen, dass nicht irgendwas verkackt ist, dass ich hier irgendwie mit meinem Adonis-Körper auf irgendeine Taste gekommen bin. Ein neues Feature von OBS. Blende den Mauszeiger ein. Boom, 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 boom. Ladies and gentlemen. Ach ja, wir können direkt mal Werbung spielen. Komm, haben wir das erledigt? Dann müsst ihr heute auch keine Einblendung in dieser Map zumindest mehr sehen. Jede Map zweimal die Einblendung. Einmal in der ersten Halbzeit, einmal in der zweiten. Your skin, your style. See you at money. So, was ist denn euer Lieblingsskin? Schreibt es doch gerne mal in den Chat. Meiner Glock Fate, den mag ich sehr gerne. Ist ein sehr, sehr schöner Skin. Natürlich solche Premium-Dinger wie die Howl. Natürlich ein absolutes Prachtexemplar. Und dann brauchen wir gar nicht drüber reden. Ruby Saphir bei den Knives, immer schön. Vor allen Dingen M9 Saphir. Einfach sexy pur. So, Bloodsport, Howl, Lightning Strike, Glock, Bullet Queen, Asimov, ja. Boah, die Runde. Gerade auf den Chat geachtet, guck rüber, auf einmal ist das Ding hier schon wieder vom Tisch. Also, die ersten drei Spieler rausgenommen, Flamey und Simple sind die letzten beiden Überlebenden, aber auch die können so eine Runde natürlich nochmal klar machen. Man muss hier die Kirche im Dorf lassen, die ist hier noch lange nicht fertig. Zahnfee, die ist auch gut, ja. AWP Gungi, auch ein sexy Ding. Ich finde Asimov insgesamt auch was Schönes. So, castest du von zu Hause aus dem Studio? Ich caste aus dem Studio, aus Berlin-Spandau, im Hause Freaks for You. Und bin eben durch Wind und Wetter, durch den Matsch gefahren, ekelhaft. Meine ganze Hose ist voll gesifft. Und wir haben wirklich vor allen Dingen ein Bevölkerungszweig leid getan, die Obdachlosen, die kein warmes Zuhause haben. Also draußen echt ungemütlich. Wenn ihr irgendwo mal ein paar Decken über habt, die ihr sowieso nicht mehr benutzt, gibt sie raus. Oder mal eine Kanne Kaffee. Oder Tee. So, also, nächste Runde. 13. Zähler für Team Vitality. Und Navi
hier im Zugzwang. Die müssen jetzt mal wirklich ein bisschen absteppen. Die brauchen jetzt unbedingt mal wieder Runden, weil Terrorseite eigentlich super verlaufen. City-Side, die funktioniert gerade nicht so gut. Vitality doch recht stark unterwegs, vor allem mal frühzeitig in der Runde mit super viel Druck. Können da unglaublich gut punkten und ja, das wird jetzt natürlich auch nochmal auf die Probe gestellt. Wenn man die 14. Runde hat, ist natürlich schon wieder die halbe Miete gemacht. So, ich bräuchte über eine Stunde nach Spandau, obwohl ich in Berlin wohne. Viele unterschätzen, wie groß das ist. Allerdings, ja, mittlerweile habe ich auch gelernt, seit ich in Berlin lebe, wenn jemand in Berlin wohnt, heißt das nicht, dass er in meiner Nähe wohnt. In Köln ist das immer überschaubar gewesen. Auch da, klar, von der einen Ecke von Köln, irgendwie jetzt von Thielenbruch bis auf die andere Seite, sind, glaube ich, auch mit der Bahn mal locker flockig 40 Minuten oder noch länger. Aber es wirkt überschaubarer im Vergleich von dieser riesigen Stadt Berlin. Und Berlin, da können wir auch direkt mal eine Anspielung drauf machen, beziehungsweise der Übergang. Berlin wird übrigens die zweite Karte sein. Oben links in der Ecke könnt ihr sehen, Best of Three, Nuke. Gerade die erste Karte gepickt von Navi. Zweite wird Overpass, das die Wahl von Vitality. Sehr schön, simpel. Ist der Mann schon wieder stark? Ist der Mann schon wieder stark? Also was? So, Shox mit dem nächsten. Bekommt zwar selber auch einen Headshot. 99 Damage noch übrig bei ihm, Electronic. Aber trotzdem auf dem Gewissen. Und damit für Apex und RPK. Zusammen mit einen HP Shox. Die Aufgabe immer noch groß. So, Simple nimmt den nächsten mit. Apex kommt sogar noch auf den Spot, kriegt die Bombe geplantet. Und jetzt muss Shox natürlich mit seinen 1 HP ein perfektes Timing erwischen. Vor allen Dingen dieser Backstep, den er da macht, wird unfassbar schwierig. Apex nochmal in die Tür reingeflutscht. Und jetzt kommt Shox natürlich, er darf keinen Step machen. Das ist das Problem. Sobald er gehört wird, ein Hit nur gegen ihn gesetzt wird, hast du die Arschkarte. Apex passt auf! Apex! Und jetzt hat hier Shox natürlich wieder eine gute Ausgangslage. Shox von der Seite. Mit seinem einen HP nimmt er noch einen weiteren Spieler mit. Letzter Beleben, das ist perfekt. Und er verrät sich jetzt nochmal. Das ist die Runde für Vitality. Und die ist verschenkt. Die ist verschenkt. Um Gottes Willen. Da wird es hier natürlich jeden Navi-Fan den Magen verdrehen. Unglaublich unangenehm, dass man diese Runde da wirklich nochmal verliert. Aber Apex hat hier Verantwortung übernommen, hat zwei fantastische Frags gemacht, auch Shox, einen guten Backstep. Aber was dieser zweite hier, der war so stark gegen Flamey, da kann man Flamey auch keinen Vorwurf machen, ganz ehrlich. Also wirklich, Flamey kannst du da keinen Vorwurf machen, ja, und Apex natürlich komplett im Modus. Man muss aber auch sagen, auch für diese Profis ist das eine richtig große Stange Geld. Ne? Gewinnst du dieses Spiel, hast du 200.000 US-Dollar safe. Überlegt euch das mal, selbst wenn das durch 6 geteilt wird oder durch 7, weil Nivera ja dabei ist und der Coach. Das ist kacke viel Geld, ne? Und 600.000 potenziell sind natürlich nochmal kackriger viel mehr Geld. So, wenn Simple spielt, sieht es so einfach aus. Ja gut, das ist echt ziemlich simpel, das Wortspiel. So, am Anfang bannt jedes Team eine Map. Das ist bei diesem System immer so. Das heißt, ein Team kann auch sagen, okay, wir spielen zum Beispiel nie. Wir wollen einfach niemals Train spielen und bannen sie einfach immer als erstes instant in so einem Best of Three. Das heißt, zwei Maps sind raus, bleiben noch 5 übrig. Dann pickt jeder eine Map und dann bleiben ja noch 3 Maps übrig und dann dürfen beide Teams jeweils nochmal eine Map bannen. Und die dann übrig bleibt, ist die dritte und entscheidende. So, ich habe gerade eben gesehen, die größte Stadt der Welt ist so groß wie Belgien. Belgien ist ja natürlich nicht das größte Land, aber welche ist denn die flächengrößte Stadt der Welt? New York oder was? Ist New York? Die ist auch riesig, oder nicht? Na, ich weiß es nicht. So, also, rein geht's. Bestimmt irgendwas Asiatisches oder irgendwas aus Indien oder so. Shanghai. Tokio? Ja, ist Tokio. Ich weiß es nicht. So, auch hier die Runde super schnell vom Tisch. 15. Runde Vitality. Die sind einfach gerade hier auf Nuke.
ein Ticken stärker als Navi. Und Navi könnte hier wirklich schon mal über die eigenen Füße stolpern, aber ist natürlich noch lange nichts passiert. Auch Opa-Pass kann locker flockig an ein Natus-Winzere gehen. Tokio mit 622 Quadratkilometer. Puh, aller Ferrari. 37,5 Millionen Menschen. Junge, Junge, Junge. Wahrscheinlich Tokio einfach drei verschiedene Zeitzonen, je nachdem in welchem Vorort du lebst. So, die bekommen doch Prozente von den Prämien. Nicht alles, oder? Je nach Vertrag mit dem Team. Genau, je nach Vertrag, Eraser. Kannst du nicht sagen. Aber eigentlich, wenn du so ein Top-Team bist wie Astralis, so ein Top-Team bist wie Navi und so ein Top-Team bist wie Vitality, ich denke mal, die Spieler können sagen, entweder wir kriegen 100% des Preisgeldes oder wir gehen zu einem anderen Team. Von daher, ich gehe davon aus, dass das 100% sind, die an Spieler und Coaches abgetreten werden. Oder vielleicht 95% oder so. Die sitzen einfach am längeren Hebel, ne? Muss man ganz klar sagen. Jedes Unternehmen der Welt würde denen gerne Gehalt zahlen. Aber klar, in den unteren Regionen, wo auch die Refinanzierung nicht so leicht ist für die Pro-Teams, wird wahrscheinlich ein Staffelungsvertrag sein. Ich in meiner aktiven Profizeit hatte auch einen Staffelungsvertrag. Wenn wir, weiß ich nicht, Zehnter geworden sind in der laufenden Liga, 50-50 an Preisgeld, wenn wir das die Liga gewonnen hätten, wäre es 80-20 oder 90-10, irgendwas sowas. Also ist immer so ein kleiner Ansporn. Je mehr Leistung man zeigt, desto mehr Kohle gibt es da nochmal oben drauf. So, Chongqing ist die größte Stadt der Welt mit 83.000 Quadratkilometer. Ach du Heilige. Okay. Da haben die bestimmt, was haben die für eine Bevölkerungsdichte? So eine Person auf einen Quadratkilometer oder was, ey? Na gut, aber ja. Da kann man sich jetzt wieder streiten, was ist Stadt, was nicht. Muss es bebaut sein? Ist es eine Metropole und wie auch immer. Aber ja, wenn die Stadtgrenzen so abgegrenzt sind, dann ist das natürlich flächentechnisch die größte. Boah, perfekto, Mann, ey. Der hat auf jeden Fall gerade den größten Schwengel auf dem Server gehabt in dieser Runde. Heilige Maria Gottes, was haut der denn da raus, Mensch? Uff, ey. So, was ist denn deine Erfahrung? Wie ist das Standing des Coaches? Sind die gleich beteiligt? Kann ich mir nicht vorstellen. Die Coaches bringen ja nur den Input. Die Spieler müssen es erspielen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also wirklich, kann man nicht beantworten. Geht alles. Kommt ja immer auf die Beziehung an zwischen den Teams. Holy guacamole, Mann, ey. Was für eine Runde von Perfecto. Unfassbar stark geaimt. Ja, aber es reicht natürlich nicht nur eine Runde hier mitzunehmen, sondern man muss sage und schreibe 6 Runden in Folge jetzt gewinnen, um nochmal in die Overtime zu gehen. Bei Navi. Und er sieht das Beinchen. Braucht aber zu lange. Ist sich nicht sicher. Und Electronic nimmt ihn da raus. Ein richtiges Scuff-Modus da in dem Augenblick. So, und steht bei Electronic immer noch der Chrisbaum. Yes. Ich habe gelernt, dass es in Russland Weihnachten erst am 7. Januar gefeiert wird. Aber selbst dann ist es noch eine beachtliche Zeit. 2 Wochen hat er ihn noch drüber. Oder 3, ne? Ja, fast 3. Aber ja, jedem das, was ihm gefällt, ne? Ist auf jeden Fall ein Gucker. So, zack. Saiwu mit dem nächsten Frag gegen Electronic. So, 2675,7 Einwohner pro Quadratkilometer. Okay, dann ist es ja eigentlich bei 83.000 Quadratkilometern. 83.000 mal 2600. Ja, ist auch nicht wenig. So, Boomich, RPK. Rausgenommen, Nivera Instant Reflex, Saiwu und Nivera müssen jetzt nochmal ran. Geldtechnisch gucken wir mal drauf, wenn sie die Runde verlieren. Hat man auch nicht das ideale Geld. Bombplant wäre da schon sinnig gewesen mit 800 extra Dollar für Saiwu. 1.900 Dollar, die man oben drauf kriegt. Aber so sind es nur 1.900 Dollar. Das heißt, Saru wird jetzt gleich 3-4 haben. Ah, und der kriegt sogar die Bombe nochmal geplantet. Die wäre sogar in der Lage, nochmal diese Runde klar zu machen. Das gibt's doch gar nicht. Oh! Oh, das war knapp. Das war knapp. Das war knapp.
Also Savu, wie schon angesprochen, $3.550. Aber Shox hat genug Geld, um ihn da auch nochmal auszustatten. Also was ein Ding. Da kann man als Coach auch gut leben, was für die ein Top-Coach ist. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass ein Sonic oder ein Coach von Vitality in Malek, die werden schon ihre hohen vierstelligen Beträge oder vielleicht auch niedrigen fünfstelligen Beträge verdienen. Gehe ich schon sehr, sehr stark von aus. Irgendwo hat gerade ein Männchen den Hals umgedreht. Habt ihr das auch gehört? Ja, es hat sich echt witzig. Das war schon verrückt. Manchmal kommt sowas aus mir raus. Dum, dum, dum. Ja, wenn euch der Cast zusagt, Ausrufezeichen Caster, würde ich mich natürlich sehr freuen über den ein oder anderen Support auf Instagram oder Twitter. Ja. Und sonst, ich mache es noch relativ behutsam. Ich bleibe hier noch ein bisschen locker in diesem ersten Spiel. Wir haben ja später noch das Grand Final. Sonst fehlen da einem die Kräfte. Vor allen Dingen nach diesem Spiel und vor dem Grand Final gibt es ungefähr, also zwischen den beiden Spielen, gibt es eine Stunde Pause. Und Navi braucht nur noch 4 Runden, um hier in die Overtime zu gehen. So, und da unser lieber Masterplayer noch krank ist, werde ich das Ganze heute alleine für euch übertragen. Und ich glaube, Simple, ich weiß nicht, ob er die Info bekommen hat. Geschossen hat er auf jeden Fall nicht. Und da muss man sich immer so ein bisschen die Energien haushalten, damit man nicht zu schnell zu erschöpft ist. Electronic mit dem ersten Frag gegen Shox. So, wann geht das Finale in etwa los? Angesetzt ist es auf 20.30 Uhr. Wenn hier diese Map jetzt zum Beispiel jetzt vorbei wäre, dann wären wir in so anderthalb Stunden fertig mit der nächsten. Wenn das dann ein 2-0 wäre, dann eine Stunde Pause bis über 20.30 Uhr, 21 Uhr. Ich gehe mal davon aus, dass wir 21.30 Uhr oder so loslegen werden. Je nachdem, ob das hier ein 2-0 oder ein 3-0 wird. 2-1. 2-0, 2-1, 1-2. Und ob wir Overtime sehen, das ist natürlich auch immer ein sehr... eine sehr unkonstante Info. Wichtig von Bumic. Sehr schön. Zusammen mit Perfecto die beiden Spieler abgeblockt. Saibu ist zusammen mit Apex der letzte Akteur. Jetzt ist er sogar tatsächlich alleine auf dem Feld. Muss nochmal ran. Keine Chance. 17 Sekunden nur noch. Die große Frage, will er sogar noch vor der Zeit, vor dem Ablauf der Zeit down gehen oder nimmt er die AK mit in die nächste? Denn es ist ja quasi ein Force-Buy für die 27. Runde, für die 28. Runde, Entschuldigung. Denn für viele, die es nicht wissen, ist die Zeit abgelaufen. Man hat nicht die Bombe auf der Terrorseite gelegt, bekommt man kein extra Geld obendrauf. Gibt es keine Moneten, gibt es nichts, kein Loserbonus, gar nichts. Dann behält man genau das, was man hat. Equipment-technisch sowie geldtechnisch. So. Also. Auf geht's, ab geht's. 15. zu 12. So, Shox abgestürzt oder chillt er einfach nur eine Runde? Vielleicht die Runde nochmal restoren. Eraser, das ist eine reine Spekulation. Es kann auch sein, dass die alle nur 200 Euro kriegen, aber ja, also ich denke rein realistisch gesehen, die Top, und ich spreche von den 5 besten Teams der Welt, werden vielleicht die Coaches solche Beträge bekommen. So, Electronic gegen Shox. Und eins der wichtigsten Aspekte, was man niemals vergessen darf, ist das Geschick, sich zu verkaufen und vor allen Dingen Verhandlungsgespräche zu führen. Denn im E-Sport sind so gut wie alle Verträge individuell. Simple gegen RPK und Nivera, stark gemacht. Saibu nimmt nochmal eine mit, aber Simple schießt sich hier gerade warm. 13. Zähler, Navi. Und hier riecht es schon wieder streng nach Overtime, also. Vielleicht wird es hier doch nochmal ein längerer Abend für uns. Also, schönes Ding. So,
So, was sind die Top 5 besten Teams der Welt? Erstes, das beste Team Astralis. Das zweitbeste Team Vitality. Das drittbeste Team ist Navi. Vierter ist Furia? Ist es Furia? Ich müsste gleich mal nachgucken. Wieder in die Overtime-Kacke getreten. Aber wahrscheinlich guckt René gerade zu. Big ist auf der 4. Echt, ist Big Vierter? Krass. Big ist halt auch einfach unfassbar strong, ne? G2 ist 9. Das habe ich noch im Kopf. Und ich meine, Furia ist dann 5. mit Deutsch. So, also, auf geht's. Hier wieder die ersten beiden Spieler von Vitality down gegangen. Flamey mit dem nächsten. Und Flamey! Jetzt spielen sich aber die Navi Boys auch warm. Und Vitality wankt auf den letzten Metern. Also, es ist die Overtime, die hier wirklich kurz bevorsteht. Wenn RPK jetzt nicht diesen Klatsch noch irgendwie bewerkstelligen kann. Aber ganz im Ernst, das sollte nicht möglich sein. 14 zu 15. Navi schafft es hier, 5 Runden in Folge zu holen. Und wir müssen mal überlegen, es stand eben zwischenzeitlich 9 zu 15. Wahnsinn. Bim, 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 bim. Was sind deine drei Lieblingsmaps, die du gerne privat spielst? Das 2. Train. Und Cash. Ich glaube, ein FIFA World Cup wurde mal der Gewinner per Münzwurf ausgelost. Ja, es war in der Gruppenphase. War, glaube ich, sogar ein Deutscher daran beteiligt. Wenn ich mich nicht täusche. War es nicht Gian sogar? Ich weiß es nicht mehr. Und da gab es irgendwelche Serverprobleme und dann hat einfach mal wurde gesagt, ja, machen jetzt einfach Münzwurf. Aber wie immer bei EA, gab halt einen großen Shitstorm. Am Ende spielen wir es trotzdem noch alle. Das gute FIFA. So, ja gut, Cobblestone und Tuscan sind aber nicht in aktiven Map-Pool, ne? Die spiele ich natürlich auch ultimativ gerne. So, Freunde, werden wir hier die erste Overtime des heutigen Abends erleben oder kann Vitality auf den letzten Metern sich hier wirklich nochmal den Sieg sichern? Ich denke, Navi ist gerade einfach zu wild auf Nuke unterwegs. Aber Simple, ja, macht hier schon mal wieder kurzen Prozess mit dem ersten Spieler. Das heißt, wieder einmal Unterzahlsituation. Nächster wird von Electronic auch rausgenommen und es riecht hier strengstens nach Overtime. Und das, obwohl Vitality wirklich so weit vorne stand. Simple gegen RPK, den nächsten Saibu und Nivera machen hier eine 2 gegen 5 Situation. Und Freunde, das wird heute ein langer, langer Abend. Flawless Round, 15 zu 15. Ich denke mal, es wird ein kurzes Päuschen geben, ich bin mir nicht sicher. Wir hatten noch keine Overtime in der Blast. Wie hoch hatte Vitality geführt? 15 zu 9. Ja, das war mal gut. Die Führung aus dem Fenster geworfen. Der Bube auch wieder was Milch, dann klappt das, ja. Ich frag mich, warum Leute sagen, jemand ist tilt, wenn er seine Gefühle zeigt, heißt ja nicht, dass er MTS flamed. Ja gut, aber die
Definition von Tilt heißt ja auch nicht im Jazz zu flamen, sondern ich würde sagen, Tilt ist der Faktor, dass du dich selber aufregst. Und gerade wir Menschen können mit Mimik und Gestik sehr gut unsere Gefühle darstellen. Und wenn jemand sauer ist oder auf den Tisch haut oder augenscheinlich eine starke Mimik aufweist, dann kann man es, glaube ich, auch zuordnen, dass er Tilt ist. Aber wie gesagt, Tilt heißt ja nicht flamen. Eine Reaktion von Tilten ist gerne mal das Flamen, aber bestes Beispiel Apex oder Stewie. Ich glaube sogar bei Apex, der hat einfach nur eine richtige Gesichtsakrobatik. Bei wem man das immer sehr gut sehen kann, ist das Shox. Vielleicht war auf dem Tisch eine Spinne. Das wird sein, Super Kekskrieger. Was ist für dich der schönste AWP-Skin? Ja, Dragon Lore. Was heißt der schönste? Aber er ist schon geil. Ah, die Wildfire, die Sabu hier zum Beispiel benutzt. Und jetzt seit neuestem die Fate, finde ich persönlich extrem schön. So, Freunde, beide Seiten haben natürlich jetzt geldtechnisch eine krasse, krasse Hausnummer. Also beide sind natürlich mit 16.000 gestartet in dieser Overtime. Beziehungsweise, nee, von dem Geld, was ich sehe, 12.500. Mit 12.500 und damit hat manchmal auch gerne die City-Seite einen gewissen Vorteil. Aber dadurch, dass Vitality jetzt die letzten Runden immer wieder so ein bisschen mit Sparflamme unterwegs war, könnte es sogar sein, dass sie jetzt hier die erste relativ zügig noch klar machen werden. So, wie läuft die Overtime ab? Es werden jetzt 3 Runden auf jeder Halbzeit gespielt. Wer als erstes 4 gewinnt, hat die Overtime gewonnen. Sollte es 3-3 enden nach einer Overtime, gibt es eine weitere Overtime. Maximal 6 werden gespielt. Und also MR3. Und das wird ganz normal wie ein Match. Start Money 12.500. Jeder startet mit $12.500. Und dann geht's los. So, Bombe wird sogar noch geplantet. Da hat Perfecto sogar eigentlich ein super geiles Predict Aiming gezeigt, aber dem wäre es nicht down gegangen. Und Apex, einen weiteren nimmt er mit. Flamey schon mal bestraft. Bumic von der Seite, Saibu ist da. Simple mit dem Instant Refrag. Nivera 1 gegen 2. Und gerade Nivera, der sehr wenig HP. Ja, One-Shot! Praka! Nivera gegen Simple, das 1-on-1. 16-15, meine Damen und Herren. Und Nivera spielt sich hier gerade auf jeden Fall schon mal wie ein Träumchen rein. So, entschuldigt bitte, ich musste mich mal nebenher um was kümmern. Runde einfach instant vorbei. Einfach instant vorbei. Da guckt man mal kurz nicht hin, eine Minute noch auf der Uhr und einfach Runde gone. So, Shox 79 HP, 1 gegen 5. Scheine wohl so gespawnt zu sein, aber so wie es aussieht, Boomage 3 Frags gemacht, simpel ein. Und es könnte hier eine Körbchenrunde werden, wenn man Shox auch nochmal ohne Damage-Verlust bestraft. Schöne HE-Granate da vor die Füße. Und damit die Köpfchenrunde vom Tisch. Ja, Electronic hat sogar 1 HP verloren. Toll. Es ist keine Köpfchenrunde, aber trotzdem. Immerhin eine Flawless Round. Nur einen einzigen HP-Punkt wurde da abgenommen. Und die Runde ultimativ schnell. Boomage hier, zack, zack, zack. 2 Stück hinterher. Den dritten durch die Smoke gesetzt. Dann die Bombe natürlich unglaublich ungünstig gefallen.
knapp daneben ist auch am Korb vorbei, das stimmt. Ein HP verloren, ich würde ihm aus dem Team kicken. Also, auf geht's, ab geht's in die nächste Runde. Eine noch, dann werden die Seiten getauscht und dann wissen wir, wer hier besser in der Situation dasteht. Bumic, einen nimmt er mit gegen Ivera. Super weiß, trotzdem noch gemacht. Und auch der zweite wird hier nochmal stark reduziert. Trotzdem konnte sich Apex da Richtung Schacht nach unten spielen. Flamey übernimmt natürlich sofort den unteren Bereich. Und Ipas, vielen Dank für den Twitch Prime Sub. Warum ist eigentlich Big hier nicht dabei? Die haben leider gegen Liquid verloren gehabt im Qualifier-Tournament. Im Halbfinale? War es Halbfinale oder war es Viertelfinale? Ich hab's schon wieder vergessen. So, Flamey, Shox und Electronics sowie Flamey haben wir insgesamt alle Spieler rausgenommen. RPK, letzte Überlebende, 1 gegen 5 overall, ein schon beendet, das heißt 1 gegen 4. Aber auch das unmöglich zu lösen. Es sollte das 17 zu 16 für Navi werden und überlegt euch mal, es stand zwischenzeitlich 15 zu 9 für das Team von Vitality. 15 zu 9. Also 17 zu 16, meine Damen und Herren, Navi ist hier gut unterwegs, holt sich 2 von 3 möglichen Runden. So ist das Finale Best of 3 oder Best of 5, alles Best of 3. Das begrüße ich auch sehr. Das wäre hier heute doch ein wenig zu viel des Guten, potenziell 8 Karten casten zu müssen. Oh Gott, Apex, Alter. Dem fallen die Haare schon aus. So, ihr könnt euch mal ein paar Fragen vorbereiten. Es wird eine technische Pause kommen. Also gerne, gerne. Haut schon mal die ein oder andere Frage raus. Trikot schon bestellt. Ich habe mich schon drum gekümmert, es initiiert, dass ich es bestellen möchte, aber ich frage noch nach, ob ich einen Mitarbeiterrabatt kriege. Und dann werde ich es bestellen. Gerne könnt ihr natürlich eure Trikots und euren Merch für 99 Damage auch beim Freaks 4U Gaming Store bestellen. Sehr viele Fragen, das ist sehr schön. So, meine Damen und Herren. Langsame, langsame Runde, 40 Sekunden noch auf der Uhr. Und Navi gegen Vitality immer noch in Führung. Das ukrainisch-russische Team. Shox jetzt mit dem ersten Aufgaben Richtung Rampe. Nivera passt auch auf. Saibu mit dem nächsten. Perfekt. Und Simple sind die letzten beiden Überlebenden. Und diese Runde sieht sehr, sehr gut aus für Vitality. 17 zu 17. Ausgeglichenes Spiel. Und das könnte hier noch eine längere Overtime werden. So, ich glaube, da ist jetzt die technische Pause. Dann gehen wir mal eure Fragen durch, Freunde. So, was haben wir denn hier? So, Finale direkt danach, ja, mit Pause dazwischen eine Stunde. So, noch erstmal, welche Schuhgröße hast du? Ich habe tatsächlich kleine Füße, Schuhgröße 43, obwohl ich 1,92 Meter groß bin. Warum technische Pause? Flamey ist gecrashed. Wie findest du die Map, die Overpass, und was hältst du von den neuen Maps Engage und Ancient? Ich habe sie wenig gespielt, kann ich nicht wirklich was zu sagen. Overpass zum Casten, ätzend zum Spielen, okay.
Die Weiß-Trikot schon bestellt? Nein, also gestern habe ich gesagt, die Weiß war in einem One-on-Four und habe gesagt, wenn er das noch holt mit der Diegel, es waren noch wenig Sekunden auf der Uhr, dann hole ich mir ein Astralis-Trikot. Und deswegen muss ich mir eins bestellen. Bekomme ich auch so Zuschauerrabatt? Nee, leider nicht. So, was wäre denn eine Map ohne Overtime? Ja. Würde Astralis-Trikot bestellen, kann ich auch Mitarbeiter bekommen? Nee, leider nicht. Warst du mal in der Schweiz? Tatsächlich noch nie X22 Capo. Werde ich aber demnächst, wenn nicht Corona vorbei ist. Wie hoch ist Delay? Ich glaube 2-3 Minuten oder so. Ist ein Jump-Throw-Keybind in Turnieren erlaubt? Nein, meines Erachtens nicht mehr. Du musst das auf zwei Tasten machen. Wenn mein Guter, wann kommt der Ghetto-Kredit? Die Frage habe ich nicht gelesen, reden wir weiter. Wenn im Faceit-Level, ich glaube gerade 6, immer zwischen 6 und 7, aber ich spiele wirklich ein Faceit alle 4 oder 5 Monate. Ich spiele halt nie Faceit, nie aktiv. In den Spielgruppen, wo ich spielen würde, würde ich natürlich auf kurz oder lang auch Level 10 erreichen. Herr der Ringe oder Harry Potter? Herr der Ringe für mich, wobei Harry Potter auch sehr verzaubernd ist. Kappa, aber ist wirklich so. Warum die ganze Zeit, habe ich schon erklärt. Gesundheitsethisch bin ich so Low Sense of High Sense, Unterarmhandgelenk, Ungewöhnung, hat jemand was durchgemacht. Ich wollte dich loben für deine krasse Boss-Transformation. Ist krass, wie du dich körperlich verändert hast. Vielen, vielen Dank, Mensch. Wie alt muss man sein für 19 Damage Liga? 15. Lieblingspasta? Auch alle Pasta sind lecker, außer diese Vollkorn-Siffe. Lieblingsfilme? Forrest Gump ist ein sehr schöner Film. So, gut, Freunde. Also. Erster Frag, schon mal raus. Simple hat das Duell gegen Saivu gewonnen. Und damit Navi natürlich hier in dieser Terrorseite schon eine sehr gute Leistung. In der ersten Halbzeit hat man ein 8-7 erspielen können. Da haben 8 Terrorrunden natürlich schon mal eine klare Richtungsangabe geboten. Und auch hier scheint es so, als wenn die Terrorseite ganz gut funktioniert. LP Senk hatte das eben geschrieben mit 15. Ich kann es nicht genau erläutern, warum. Oder er hat sich verschrieben. So, Flavie Bumic nehmen die letzten beiden nochmal raus. Schocks im 1 gegen 5. Er hat sich vertippt. Okay, dann waren es 16. Diesmal so schnell werden Unwahrheiten verbreitet, nur weil LP Senk sich seine KI falsch programmiert ist. Also, Navi mit dem ersten Map-Punkt und das auf dem eigenen Map-Pick DE Nuke. Danach folgt noch Overpass und Overpass natürlich eine Karte, die von Vitality gepickt ist. Das heißt, da haben wir gute Chancen, dass Vitality das Ganze natürlich holt. Und dritte und entscheidende wäre DE Das 2. Sollte das alles so kommen, nachdem wir jetzt schon eine Stunde und 25 Minuten an einer Map sitzen, wird sich natürlich der Start des Grand Finals sehr, sehr verzögern. Also, heute noch einiges an Counter-Strike zugegen. Simple gegen Nivera rausgenommen und da wird es jetzt hier sehr, sehr schwer für Vitality. RPK nimmt einen mit, Refrag von Perfecto, Apex immer noch in der Nähe und Saibu, nee, Shox verschießt er an dem Augenblick. Saibu und Apex, die letzten beiden Überlebenden, 1 gegen 3 und es ist das 19-17. Es stand zwischenzeitlich 9-15. Also, Vitality hatte 15-9 geführt und können es nicht beenden. Navi am Ende auf den Nuke, das stärkere Team.